Hinterher! Ui! Ja, der ist ja jetzt schon echt cooler. Aber das Pferdchen fehlt mir. Noch nicht. Das Pferdchen fand ich lustig. Nicht nieder vor Zakarum. Die haut vielleicht Sprüche raus, die Alte. Euer Leiden hat ein Ende, Engel. War das von mir gerade? Noch nicht bereit. Dies wird ein guter Kampf. Cool. Ist das cool? Ja, das gefällt mir schon besser. Noch nicht. Mhm. Ich mach sogar jetzt ein bisschen Schaden. Guck mal an. Nur Geduld. Oha, Shivas Crusader wird erwachsen. Ja! Jetzt wird er langsam groß. Noch nicht bereit. Groß und stark. Verbrennt im Licht. Noch nicht. Aber auch nur wegen dem Bootcamp. Was? Ach so, und immer schauen, dass deine Cooldown laufen. Tun sie das nicht? Ihr seid jetzt frei, Engel. Ich muss immer die irgendwie befreien, wenn ich einen sehe. Naja, die Items braucht sie noch. Erstmal die haben, der Rest kommt dann von alleine. Ja. Sphinx Tankiness. Ja! Wie, du willst dein Set zurück? Black, wo ist dein Set hin? Oder meinst du wegen der Season, dass du es noch nicht hast? Party! Komm, Diablo, spiel mit mir. Na, hopp mal einmal drauf. Also, nicht ich, aber... Noch nicht bereit. Ach, cool. 666 Paragon-Stufe. Und jetzt darfst du keinen mehr machen. Nur Geduld. So, damit haben wir Diablo. Wegen der Season, ja. Okay, ein paar Sachen gekriegt. Okay, das bedeutet als nächstes noch der Lust. Südaea. Ich will diesen Namen nie wieder aussprechen müssen. Ich will noch mal hören, wie man ihn ausspricht. Ich bekomme immer nur Items für die 1000 Stürme. Ich muss zurückkehren. Naja, sie tut's ja jetzt schon. Als Gelegenheitsspielerin ist sowas okay. Was denn? Jetzt erst Paragon leveln. Ja, ich spiele die Season.
Ich nehme den mal. Nein, ich nehme den. Der ist noch viel besser. Ich nehme den. Das ist ein Bug. Ein Bug. Die Lust ist wohl der Code, dass es Lust Englisch in Deutsch wäre. Also der Titel der Challenge. Das ist doch kein Bug. Das ist eigentlich nur witzig gemeint, denke ich mal. Die Lust. Würde ich jetzt sagen. Schon. Warte ganz kurz nachdenken. Wo muss ich hin? Hauen wir die zwei Sachen weg. Dann zur Kiste und die Steine weg. Dann, halt, stopp, brauche ich ja einen Stein hier oben noch. Was mache ich in den Kopf? Erfahrung, Abklingzeit, Leben, Gold, Ressource. Ich will einen Prankring. Wenn einer droppt, der nicht gebraucht wird, nehme ich gerne. Okay. Oder Erfahrung. Yin Harana, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ist so. Ich dachte schon, die macht gar keine Season. Doch, ich mache Season. Ich mache schon vor lang Season. Also schon seit 3 Tagen oder so. In den Kopf würde ich ein Gehirn packen, wenn noch keins vorhanden ist. Oh, das ist eine gute Idee. Ich weiß nur nicht, ob ich noch Gehirn auf Lager habe. Ich glaube, das habe ich bei iZombie vergessen. Kein Problem, ich folge immer Leuten, die extrem schnell leveln. es gibt das in weißen Stein. Ach, weißen Stein in den Kopf. Cooldown. Cooldown. Wenn ihr wollt, können wir auch einen Grift machen. Nein, ich will die Tante töten. Bitte, töten wir die Tante. Ich will diesen Namen nicht mehr aussprechen müssen. Ich will diese Tante töten. Die Lust. Südaea, wir müssen sie jetzt töten. Ich weiß nicht, wo sie ist, deswegen brauche ich euch. Ich weiß nicht, wo die sich versteckt. Dann wäre ich nämlich schon in Etappe 3 und das wäre sehr, sehr schön. Kein Grift, kein Rift, kein Null. Brup. Ich will die Tante töten. Tante töten, ja, Tante töten. Aber bitte makellos königlich. Ja, ich gehe doch schon hin, danke. Ich töte jetzt makellos königlich die Tante. So. Also ich töte sie wahrscheinlich eh nicht. Dies wird ein guter Kampf. Noch nicht. Da steht nicht Südaea. Da steht. Da ist noch ein A drin. Südaea. Und ich weiß nicht, ob es Südaea ist oder Südaea. Und das nervt mich. Und ich will jetzt hören, wie man es ausspricht. Ich will immer Sachen korrekt aussprechen. Ich hasse es, wenn ich das falsch sage. Ich mag das gar nicht. Für Shiva das Auffinden derselbigen. Ja, ich verlaufe mich halt gerne und weiß nicht, wo jemand zu finden ist, wenn es auch nicht auf der Karte steht. Obwohl ich ja gerade das komplette Spiel alleine auch gespielt habe. Eigentlich müsste ich es wissen, wo die war, aber... Noch nicht. Syrien, ja. Syrien. Das ist so cool. So, mal schauen, ob sie was sagt. Shiva macht Damage. Aber es wird Syrea ausgesprochen. Syrea. Und dann verschreibt er sich noch, weißt du? Alles gut. Ich beruhige mich jetzt und esse gleich einen Keks. Sie sagt's nicht. Ich dachte. Sie sagt's nicht, wie sie heißt. Naja, was ist? Weg ist weg. So, das passt schon. Wandelt eine Eigenschaft einer Waffe mit Hilfe der Mystikerin in einen Sockel um. Das versuche ich ja eh schon. Schlüsselmomente. Tötet Odek den Schlüsselhüter auf der Maximalstufe sowie auf der Schwierigkeitsstufe Qual 4 oder höher.
Qual 4 oder höher, Qual 4 oder höher, Qual 4 oder höher, Qual 2 oder höher. Erreicht ein großes Nephalem-Portal Solo-Spiel der Stufe 20, das muss ich alleine machen. Verwendet Kanais Würfel dazu, einen Gegenstand von seltener Qualität zu einem Gegenstand von legendärer Qualität aufzuwerten. Okay. Wir nennen sie von heute an Wurstbrot. In manchen Büchern, die man aufsammeln kann, hört man ihren Namen. Ich weiß, ich habe den auch schon ganz oft gehört, aber ich habe es einfach vergessen, wie es ausgesprochen wird. Ja, dann gehen wir mal hoch. Dann mal alle mal raus. Beziehungsweise auch, wenn man Kampagne durchgemacht, wird, glaube ich, auch über sie gesprochen. Genau, Story spielen. Ich habe die ganze Story gespielt. Ich habe den Necromancer komplett von vorn bis hinten durchgezockt. Und vor 4 Jahren habe ich die Story auch schon 2-3 Mal gespielt. Also, ich kenne das Spiel. Es, auch wenn man es nicht glauben mag, ich kenne es sogar sehr gut. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon 200-300 Stunden mit diesem Spiel verbracht. Aber, man merkt es mir nicht an. Weil ich ein sehr verplanter Mensch bin. Das ist hier mit Final Fantasy 8, da habe ich auch schon 10, 15 Mal habe ich das schon durchgespielt. Und anfeuern habe ich erst beim letzten Mal geschnallt, was das ist und dass es das überhaupt gibt. Du kennst das Spiel. Also Tiger. So süß. Ja, ich bin furchtbar. Ja, ihr müsst rausgehen, damit ich hochmachen kann. Macht Qual 4, der DH zieht euch durch. Anschließend ein paar 50er Grifts. 3 bis 4 Stück sollten reichen, ja. Ah, jetzt geht's. Nochmal 4, ja. 50, ich könnte sie auch mal eben durch einen 70er ziehen. Dann kriegt sie ordentlich Level. Ich dachte, du machst deine ersten Schritte in D3. Dachtest du das wirklich? Ach, krass. Nee, ich... Hab das nämlich schon ein paar Mal erwähnt, deswegen dachte ich, das ist schon bekannt. Ich habe das ja zum Release damals gekauft und... ein halbes Jahr jeden Tag gezockt. Es tut mir so leid. Ja, das dachte ich, weil du echt unerfahren in D3 wirkst. Ja, das ist einfach meine verplante Art. Ich weiß es eigentlich, aber... ich habe halt sau viel auch wieder vergessen. Ach Gott, ich hätte vielleicht nicht hinterherrennen sollen, wie so ein begossener Pudel. So war es halt. Ich denke dann halt einfach gerade nicht nach und... Ups. Nicht beweisen. Tiger, du warst auch nicht besser. Hihi. Amüsante Anekdote nebenbei. Bei der Karte, die ich gerade arbeite, gibt es ein D3-Mädchentreff. Das hast du mich zum Lachen gebracht und ich habe nicht aufs Spiel geguckt. Geh mal da hoch. Dann ziehen wir einmal durch und dann, ich glaube, Nephalem-Portal brauche ich eh, gell, für die Season. Ziehen finde ich immer ein bisschen langweilig. So einmal geht schon, aber dann mag ich wieder nicht mehr. Nee, das Nephalem-Portal muss ich alleine machen. Solo-Spiel steht hier. Ja. Agarath gewährt mir seine Gunst. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, der böse Mann. Ich lernte schnell und für das, dass ich nicht wirklich meine ersten Schritte in die 3 machte. Der Kreuzzug hält nichts auf. Deswegen ja auch warst. Mir kommt es so vor wie in der Wissenschaft. Wir irren uns empirisch empor. Ich baute ohne dich allein den Hammer denn zusammen. Nun lob mich mal.
Ich liebe es. Ich liebe es. Ich meine, das hat schon was. Es ist schon irgendwie cool, wenn das da so rauf prasselt. Tuck, tuck. Tot. Tuck, tuck, tot. So heißt das. Ich meine, es ist auch ganz cool, wenn ich jetzt da so rumstehe, weil dann kann ich halt ein bisschen mit euch reden, was auch schön ist. Niemals! Und vielleicht einen Keks essen, da muss ich eine Tablette für nehmen. Gepriesen sei Ackerhart. Ich sterb hier eh gerade. Dass ihr euch nicht wundert, was ich hier für Drogen nehme, ne? Also hier. Laktase. So. Zwischen Loben und Mobben sind es nur zwei Buchstaben Unterschied. Hör auf, mit uns zu reden. Ist ja widerlich. Kommunikation. Ja, vor allem hier so Menschen. Das bringt auch nichts. Wenn ich hier hin und her renne, dann sterbe ich auch. Ich esse jetzt meinen Keks. Mein Mittagessen. Den hat mir der Robo gegeben. No. Alle am Streiten. Hui, ein Skelett. Keks. Fast da. Na, jetzt. So. Black steht da in der Ecke und tanzt. Ich liebe es. Gepriesen sei Ackerat. Segen des Lichts. Sehr schön. Ich bin ein Krümelmonster. Erkennt ihr es? Oh shit. Jetzt klappt's nicht mehr. Gepriesen sei Ackerat. Jetzt geht's wieder. Da, da, da. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Den Kreuzzug hält nichts auf. Er rauscht lieber das Krümelmonster. Krümelmonster. Segen des Lichts. Oh Mann, da sind ja immer noch Monster. Ja. Haha. Naja, ein zerknautschtes Herz konnte man erkennen. Ja, das war nur für euch. Ein richtiges kriegt ihr, wenn ihr netter werdet. Das müsst ihr euch verdienen.
Oh, guck mal, da ist jemand gestorben. Kann ich dem helfen? Oh! Nein! Es kommt davon, wenn man helfen will. Nur Geduld. Hui! So, ich muss wieder los. Hab noch ein paar Lyrics zu bearbeiten vor dem Feierabend. Viel Spaß euch noch. Dir auch. Schön, dass du reingeschaut hast. Diese und Shiva, denk dran, das ist alles nur Spaß. Ah. Aus Spaß wurde ernst. Ernst ist heute 3 Jahre alt. Ja. Ich habe das Gefühl, deine Mates bewegen sich in Zeitlupe. Dafür kann ich nichts. Und schon mehr Para als Shiva auf 3 Streams. Läuft bei dir, Black. Ich komme. Oh, warte, da ist jemand tot. Oh, hier sind aber so viele Gegner. Ich komme nicht weiter. Da sind so viele Gegner, Leute. Die killen mich mit einem Schlag. Ach, was für ein Spaß. Ich will jetzt die Season durchspielen. Don't die, Shiva, don't die. Durchrennen, das passt schon. Das macht er. Ja, pff, das habe ich versucht. Ich versuch's wirklich durchzurennen. Aber die killen mich mit einem Schlag. Und da steht eine ganze Horde rum. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Ich muss schon 30 Sekunden warten. Wir spielen heute den Wartesimulator. Herzlich willkommen. Heute im Wartesimulator. 3 Skelette, 1 Shiva. Wer wird gewinnen? Natürlich nicht die Shiva, die auch noch falsch läuft. Gleich wird die gelbe Rüstung oben rechts rot und dann wird es noch lustiger. Die ist schon rot. Den Kreuzzug hält nichts auf. Juhu! Wieso komme ich nicht rein? Jetzt. Ich hab's geschafft. Ich bin da. Okay, ich renne einfach weiter, weil da auch ein Gegner stand. Ich hoffe, das ist okay. Guck mal, ich stelle mich dahin. Magst du vielleicht eine andere Runde durch einen 70er gezogen werden? Danach gehe ich auch wieder raus, aber für paar Paragon. Ja, vielleicht machen wir das noch einmal. Und dann mache ich die Season weiter. Ich glaube, für die Season geht es nämlich eh nicht zusammen. Also was halt cool wäre, wenn wir Odek oder Soka töten könnten. Oder Xarit oder Neckarat oder Rakanot oder Magda.
Weil die muss ich nämlich jetzt alle töten. Das ist meine Aufgabe. Und ich hätte echt gerne heute noch diesen süßen kleinen Drachen. Wenn ich schon das Bärchen nicht bekomme. Mein Name ist Urshi. Ja, Urshi. Christi. Ich verstehe mich darauf, Edelsteine zu veredeln. Das Bärchen hab sogar ich. Zieh mich nur auf. Das ist schon okay. Ich muss zurückkehren. Okay, ja, das meiste kann ich machen. Und das Bärchen ist weiblich. Lohat. Dann kann man doch trotzdem sagen, das Bärchen. Ah, ein Flechtring. Sehr gut. Ups. So. Später farmst du den Goblin-Spot und hast ganz schnell die verschiedensten Begleiter. Das haben wir schon ganz oft versucht in der Non-Season. Und ich habe keinen Begleiter bekommen. Und es ist wirklich schon extrem viel versucht. Wir sind da die ganze Zeit hin und her gerannt, weil ich das Bärchen haben wollte. Irgendwie 3 Stunden, habe ich das Gefühl, war das. Der Totenkopf mit der Kütte. Gepriesen sei Akkarat. Shiva, schau mal mein Pet. Ja, ja, ich sehe es schon. Ich will auch das Bärchen. Das nervt mich echt. Hallo, Dead Kandria. Hey. Eine Frage. Dieser. Nein. Den will ich eigentlich gar nicht. Der ist wahrscheinlich auch schlechter, gell? Ist immer besser, ein Schild zu haben. Bärchen. Das hier ist auch eine Zweihandwaffe. Okay, dann hat sich die Frage eh erübrigt. So, alles gut. Ja, Shiva will das unbedingt haben. Ja, ich habe das Bärchen gesehen und seitdem suche ich nach diesem verdammten Bärchen. Wir alle haben das Bärchen. Ja, dann freut euch und führt einen Tanz auf, bis es regnet. Grrr. Die Waffe treues Andenken brauchst du im Cube. Okay, treues Andenken. Treues Andenken. Das ist das hier. Mache ich gleich. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Das war das hier, ne? Kann ich auch machen, sehr gut. Treues Andenken, transmutieren, ja. Ich nehme an, das könnte funktionieren. Jeder von himmlischer Vollstreckung getroffene Gegner erhöht den Schaden von gesegneter Hammer 10 Sekunden lang um 60%. Dieser Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Sehr schön. Du brauchst die Waffe. Für Pets farmen eine ganz einfache Sache. Mach ca. 50 Bounties und wenn du nette Mates hast, hast du schon die Hälfte aller Pets, wenn nicht sogar alle Pets, die man über Menagerie bekommen kann. Ich habe das wirklich mit... Die anderen wissen, dass wir haben das die ganze Zeit gemacht. Ich habe kein einziges Pet bekommen. Gürtelband. Dazu kommt Hämmer, Dämmer, Hose und Obsidian des Tierkreises. Ja, aber die Sachen kann ich doch jetzt weghauen, oder? Ich hau das andere Zeug weg. Ich hoffe, ich krieg keinen Ärger. Also hier bin ich mir jetzt nicht sicher, aber hier... Der erste Treffer, den ihr durch eine Gruppe Elite-Gegner... Ja, ich glaube, das kann ich weghauen. Akkarats Champion erhält den Effekt der Runen. Soll ich das behalten oder nicht behalten?
Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja. Das ist doch alles Crap. Jeder Treffer mit Schlag der sieben Fäuste reduziert 7 Sekunden lang. Habe ich überhaupt? Ich habe das. Tu mal weg. So. So viel Zeug. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Alles eingestellt, alles gemacht. Wie war das jetzt irgendwie? Wollte jemand noch einen Rift machen oder so? Mir wäre es persönlich aber lieber, wenn wir einfach Odek töten. Als erstes. Damit ich einfach den Scheiß hier durch habe. Den Scheiß. Mit Shift oder Steuerung halten kannst du gleich mehrere Punkte verteilen. Ah, okay. Danke für den Tipp. Reicht der Schätze rein mit dir? Ach so. Habe ich nicht gesehen, dass ihr da was geöffnet habt. Okay. Auf T4 Flechtring geöffnet, Fehl. Hui! Braucht ihr Geld oder warum sind wir hier? Atem des Todes. Hui! Sammeln die Haustiere eigentlich alle Geld ein oder ist das nur der kleine Goblin hier, der das macht? Weil das ist schon praktisch. T4, T4, T4. Ja, ja, ich habe mir auch gedacht, das Reich der Schätze bringt doch eigentlich gar nichts auf T4. Aber ich bin ja ein Noob. Ich bin ja nur der kleine Noob. Ich finde, auf T13 bringt das auch nichts mehr. Okay. Ich muss zurückkehren. Der Spender hat wohl nicht darauf geachtet. Ja. Lieb gemeint, aber wir sind ja hier nur auf. Mein liebster Hedrick. Das hat mir sogar Punkte. Verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Aber das weiß doch sogar ich, dass man da mehr Gold bekommt. Nee, das glaube ich. Die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Nice. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Nee, ich behalte meinen und hau das andere Gedöns einfach mal weg. So, dann die Steine noch in die Kiste. Sehr schön. Und was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich wollte umsockeln. Wo ist denn die gute Frau? Ich müsste ja eigentlich wieder ein bisschen mehr haben dafür, ne? Dass das jetzt wieder geht. Gerade dann könnte es ein Galat dabei sein. Dann muss ich bei knapp 20 Ringen echt unlucky gewesen sein. So, ich probiere es nochmal. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche doch nur so einen blöden Slot. Ach, das gibt's nicht. Ich habe auch gerade... Ja, na danke, endlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch kein Glück, aber jetzt, na, endlich. Gut, und was haben wir da für einen Stein rein? Roten wahrscheinlich, gell? Puh.
Plus 190 Schaden, wer ist in der Waffe? Schaden gegen Elite-Gegner. Leben. Trefferschaden. Ach, oder Crit? Ja, grün, ihr habt es auch gerade geschrieben. Okay. Können wir jetzt den... Wie heißt er denn nochmal? Den Odek töten. Den Schlüsselhüter auf der Maximalstufe. Odek, der Schlüsselhüter, hält sich in den Feldern des Elends in Akt 1 auf. Okay. Felder des Elends in Akt 1. Okay. Rot nur, wenn man frisch in der Season am Anfang hochlevelt, wenn man es selbst machen muss. Später immer grün. Ah, okay. So ist es. So rum. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, okay, jetzt ist schon X-Lu bei mir. Sehr gut. Noch nicht bereit. Ich wollte gerade sagen, hier alleine rumzulaufen. Goblin. Ich kann hier gerade nicht weg. Ich komme. Etwas hat an diesem Leichnam genagt. Ich komme, ich komme. Verdammt nochmal. Noch nicht. Ich bin verdammten Viecher überall. Scheiß Spiel. Nie hat man seine Ruhe. Ich will mich doch nur teleportieren, damit ich zu dem blöden Goblin kommen kann. Jetzt aber. Oh Gott, es ist knapp. Oh, nein. So, jetzt aber. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommen die Nächsten. Noch nicht bereit. Jetzt. Jetzt bist du wahrscheinlich schon längst woanders, oder Black? Das kann ich nicht tun. Hä? Den Kreuzzug hält nichts auf. Jetzt. Nur Geduld. Paragon 100. Wieder mal. Wo ist der Goblin? Oder wo war der Goblin? Naja, zumindest nichts fallen lassen, was irgendwie interessant wäre. Jetzt will sie ihr Mate schon fertig machen, weil sie denkt, es wäre ein Mob. Ja, ich hau jetzt überall drauf, du. Mir egal. Komm her. Du leuchtest so blau. Ich hab schon gemerkt. Noch nicht bereit. Da ist irgendwas auf mich zugerannt. Völlig egal. Ich mein hau drauf. Zorn reicht dafür nicht aus. Im Namen des Lichts sei verdammt. Noch nicht. Ich geh da jetzt rein. Ich hätte einen Mate seit Freitag in 10 Stunden Spielzeit auf 650 Para gebracht. Noch nicht bereit. Gibt's einen Höchstwert bei den Paragon-Stufen? Wo einfach dann Sense ist? So eine Million oder so? Atem des Todes mitgenommen. Ich bin ganz brav. Noch nicht. Nein, nicht die Kopfgelder. Ich suche den, Orek heißt der, glaube ich. Odek.
beziehungsweise jetzt den Sokar. Der ist in der Oase von Dalgur in Akt 2. Ich muss zurückkehren. Oase von Dalgur. Da. Ach, immer da, wo die Schlüssel halt sind, ne? Heute Abend soll es weiter nach oben gehen. Krass. Mein normaler hat noch nicht mal 650. Noch nicht. Ich mach Schaden. Das ist so schön. Monks sind halt rar diese Season, weil auch viele Monks Neko spielen. Daher bin ich froh, dass er diese Season doch wieder spielt. Ich spiele mal gern das, was ich halt noch nicht hatte. Also den hier hatte ich eben noch nicht, weil der hat mich halt nicht interessiert. Aber ich würde halt gern alles mal ausprobieren. Und, Was war das für ein Geräusch? Oh nein, sie haben uns gefunden. Noch nicht bereit, nicht genug Zorn. Irgendwas habe ich noch nicht. Monk habe ich noch nicht. Genau. Die kaiserlichen Wachen haben mich jetzt nicht glaube ich. Zurückgelassen. Aber ihr habt mich gerettet. Danke. Schön Reststream, Reststream noch. Ich muss Real-Life-Dinge erledigen. Mensch, sowas gibt's auch noch. Okay, alles klar. Schön, dass du reingeschaut hast, Verbalus. Gott, was mache ich denn jetzt nur, wenn wieder irgendwelche komischen Menschen kommen? Schaffe ich schon. Danke. Ich benötige mehr Zaun. Welche Maschine? Real Life bringt kein Paragon. Ja. Voll. Real Life. Das Spiel fasse ich nimmer an. Noch nicht bereit. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Lauter Needs hier. Nur Needs und Hikikomoris, oder? Mein Glaube wird belohnt. Nur Geduld. Dann moddest du mich. Na. Ah. Da habe ich schon jemand eher im Kopf, der Merk739, vielen Dank für deinen Follow, danke. Noch nicht. Der schon länger dabei ist. Noch nicht bereit, nicht genug Zorn. Dich meinte ich auch, Black. Wenn du Bock hättest, das zu machen, halt. Noch nicht. Okay, ich schreibe nicht, was ich jetzt denke. Ihr Modgeier. Der Verbalus ist ja noch da. Noch nicht bereit. Wieso? Was schreibst du denn? Was denkst du denn? Was schreibst du denn? Wahrscheinlich irgendwie, dass du insgeheim schon seit über einem Jahr, seit ich angefangen habe, dabei bist. Noch nicht. Ich benötige mehr Zorn. Und jetzt bin ich weg. Wusch. Guck mal, der ist ganz golden. Tut mir leid. Ich bin ein sehr zweideutig denkender Mensch. Mehr sage ich nicht dazu. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ach so. Noch nicht.
Ich bin ehrlich, ich habe mich vor 2 Wochen hierhin verlaufen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass du im Moment derjenige bist, der hier am längsten mit dabei ist. Und ich habe das Gefühl, du bist auch einer der Personen, die bisher das meiste von mir angeschaut hat. In diesen 2 Wochen irgendwie. Kommt mir vor, als wärst du schon länger dabei. Bereit. Mas Una ist ja auch schon weg. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase Binhaltensucht entdeckt wurde. Ja. Obwohl Hikukomori halt, ne? Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten.